erste Spiel, du warst das vor allem. Genau. Du warst das Elias. Schurm allerdings hat in der 14. Minute bereits ausreichen können. Während hier die Kamera ein bisschen verwackelt, also wir sind hier direkt nach dem Match, also alles live, wir bekommen hier alles mit. Und unsere Blackies eben haben dann auch zurückgeschlagen. Durch ein richtig schönes Tor von Husbeck. Der hat einem Mattersburg-Verteidiger den Ball abgenutzt und macht es dann wirklich mit dem Spitz oder mit dem Außenriss dann wunderschön ins Eck zum 1:1 Ausgleichstreffer. Dann sah es eigentlich ganz gut aus danach. Nur mehr unser erster Sturmmann Drücker, auch wenn man wirklich nur Halbchancen produzieren konnte, hat man es wirklich probiert. Vor der Pause hat es nicht gereicht zum Führungstreffer, der gelang. Lustigerweise dann den Mattersburgern in der zweiten Hälfte, nämlich in Minute 50 das 1:2 ein unglückliches Tor. Ein hoher Ball in unseren 16er. Bürger kommt zum Ball. Siebenhandel ist noch so halbwegs dran. Der Ball kommt auf jeden Fall nochmal vor die Beine von Bürger und der stochert das Ding dann rein zum 2:1 für Mattersburg. Komplett gegen den Spielverlauf. Aber gut, was willst du machen? Sturm beweist dann aber auf jeden Fall Moral und schafft dann auch erneut den Ausgleich durch einen Elfmeter von Peter Schul. Zunächst ein Foul von Mara im 16er. Ich glaube, Zulechner hatte da umgesenzt. Das Foul auf jeden Fall gewesen. Und im Endeffekt fällt dann durch Schul den souverän verwandelten Elfer das 2:2. Sturm drängt, drängt, drängt und macht dann im Ende auch das 3:2. Der Torschütze, nicht Esse, aber der hat in Vorbereitung wurde kurz vor Ende eingewechselt. Winkt über rechts die Hereingabe und da steht dann Stefan Hirländer und der macht eben den 3:2-Siegestreffer. Passiert, ich glaube, in Minute 85 herum. Und ja, last but not least, Sturm gewinnt das Ganze nach zweimaligem Rückstand mit 3:2. Richtig geiles Spiel, ein Nervenkrimi. Meine Nerven sind am Ende, aber im Endeffekt, man hat den Dreier, man ist weiter Tabellenführer und das ist das Wichtigste. So, und bevor ich mich hier komplett verquatsche, jetzt noch meine zwei Gäste, der gute Sascha und der gute Kevin, zwei gute Freunde von mir. Meine Frage direkt an euch, erstmal Prost in die Runde. So, ein bisschen Werbung für Bontegammer und wie habt ihr beide das Spiel gesehen? Sascha, was sagst du zur Partie? Auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.